Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur US-Börseneröffnung. Mit Dirk Hilger, er hat natürlich seinen Stereo-Trader dabei und ich freue mich, dass so viele bei dem schönen Wetter schon dabei sind. Und ja, für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Martin, sehr gut, vielen Dank für das Feedback und wie immer, bevor wir starten, schauen wir uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, also bitte nicht einfach Dirk nachhandeln, auch wenn er sehr gute Ideen hat. Am Ende müssen Sie aber trotzdem Ihre eigene Entscheidung treffen und dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Heute geht es um den Stereo Trader und das natürlich in Kombination mit Live Trading. Und von daher bin ich jetzt auch ruhig, schalte rüber und wir holen wir mal YouTube und ich denke mal Twitch dazu. Jetzt aber. Alright, so, dann sage ich hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe mal, das funktioniert alles hier rein technisch zumindest. Jetzt erstmal, das andere kommt dann erst nachher mit Bild und Ton. Und ich habe ja die letzten Tage, habe ich so ein bisschen die Serie mit den technischen Herausforderungen und Störungen und toi, 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 dass das dann heute aber halt funktioniert und da jetzt irgendwie nichts mehr dazwischen kommt. Sollte irgendwas nicht passen, sagt natürlich sehr gerne Bescheid. Und ruft es hier rein, beziehungsweise schreibt es in die Kommentare, dann kann ich drauf eingehen. So, ich bin ja nicht alleine hier. Klar, ihr seid natürlich zahlreich hier mit dabei, aber unser Stargast Nummer 1 ist natürlich im Hintergrund der Nelson. Nelson, ihr gehört die Bühne. Oje, also. Ist auch aus, immer leichter anlaufen. Komm, kannst du. Ich freue mich natürlich, dass so viele wieder dabei sind. Habe es eben schon hier im GoToWebinar gesagt und sag's auf YouTube hier auch nochmal bei dem schönen Wetter doch so viele Teilnehmer. Und ja, ich bin gar nicht der Star hier. Das ist der Stereo Trader. Dirk auch nicht. Nur Stereo Trader ist hier der Star. Und wen haben wir denn hier alles? Ich denke mal, Twitch ist auch wieder dabei. Also, von mir einen schönen guten Tag. Ich freue mich, ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß, aber ich bin nicht weg. Ich bleibe noch ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht kann ich den Dirk hier ab und zu mal ärgern. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Ich brauche auch immer ganz viel Ablenkung und Abwechslung hier, sonst wird es langweilig. So, der Plan ist ja wie immer, dass wir hier positiv möglichst schnell rausgehen. Das ist ja die letzten Male ganz gut gelungen. Ob das dann heute auch nochmal gelingt, wir werden sehen. Ne? Aber generell, der Risikohinweis am Anfang ist natürlich nicht einfach nur so Makulatur. Das ist schon so gemeint, wie der Nelson ja auch schon gesagt hat, bei GoToWebinar zumindest. Bitte nicht einfach nachmachen. Und was natürlich gut ist, ist, wenn das, was ich von mir gebe, in irgendeiner Form dann halt brauchbar sein sollte. Und dann freue ich mich natürlich drüber, wenn man halt da irgendwie dann gemeinsam eben dann was rausschneiden kann. Jetzt haben wir ja natürlich im DAU vor allen Dingen die Situation, dass der Kasamarkt am Freitag zum letzten Mal auf hatte, wie jetzt hier auch, wie das bis jetzt aussieht, dass wir mit einem ziemlich argen Downgap da jetzt irgendwie reinkommen in den Markt. Ich kann hier direkt schon auch mal irgendwie rübergehen, sodass man das sieht, was jetzt hier eigentlich los ist. Und das heißt, die Kasse hat hier oben zugemacht, hat sich hier gar nicht eingezeichnet. Normalerweise geht das ja natürlich automatisch, aber hier oben hat die Kasse zugemacht. Und das ist natürlich ein ziemlich heftiges Loch, was wir da jetzt halt haben. In der Regel ist es eigentlich so, dass das jetzt nicht unbedingt dann ein Long-Signal ist, ne? So nach dem Motto, hey, ist ja wieder billig. Schon irgendwie ganz oft so, dass es dann erstmal so eine Auswirkung in die andere Richtung hat. Ne? Und das vermute ich so ein bisschen, dass wir das halt eben jetzt sehen könnten. Ich habe ja auch gestern schon gesagt und vorgestern auch, vorgestern hatte ich irgendwie kurz vergessen, also in meinem täglichen Livestream, da hatte ich ja irgendwie kurz vergessen, dass am Montag, nämlich gestern, ja eben der US-Markt zu hat, beziehungsweise der Future nicht, aber eben der Kasamarkt. Aber habe darauf hingewiesen, so, wäre jetzt nicht ungewöhnlich, wenn der DAU jetzt irgendwie zur Eröffnung dann irgendwie so eine ähnliche Bewegung macht wie der DAX, wie der sie eben am Anfang der Woche gemacht hat, weil wir haben jetzt im DAU natürlich irgendwie Wochenanfang. Der Markt drückt nach unten, da wird man auch gleich nochmal irgendwie aufs größere Bild meines Erachtens dann irgendwie gucken müssen, um sich da halt dann auch vernünftig zu orientieren. Aber das ist das, was wir jetzt hier erstmal haben, diese letzte Aufwärtsbewegung hier am Freitag zum Monatsschluss, zum Wochenschluss irgendwie sehr hoch geschlossen. Und jetzt dümpeln wir hier unten wieder rum. Was man hier schon sieht, das hatte ich irgendwie auch am Montag, beziehungsweise
beziehungsweise für heute auch schon eingezeichnet, gestern Abend im Livestream, dass ich halt hier eine Reaktion erwarte, also dass der Markt halt möglicherweise hier runterkommen könnte und wenn, dann halt eben hier reagieren, wenn er nicht direkt oben weiterkommt. Und wie man sieht, zumindest reagiert er jetzt hier mal die ganze Zeit. Also da ist jetzt wohl schon irgendwie über 1, 2, 3, 4 Stunden, will er da nicht durch. Das heißt, da ist schon irgendwie ein Support oder sagen wir es mal so, dort sind Käufer, also im Future sind dort Käufer zu finden. Ob das jetzt dann reicht, um den Markt zu supporten, ne, ist wie immer die Gretchenfrage. Wenn wir die natürlich dann irgendwie beantworten könnten, wäre es ja easy. Dann würden wir sagen, ja gut, hier ist grün, ich gehe long all in und oben bei 42.000 gehe ich long all out. Und dann kann Weihnachten kommen. Und das wäre natürlich einfach. So, aber trotzdem finde ich halt, es ist immer ganz wichtig, aber zumindest zu erkennen, wo der Markt sich halt irgendwie einpendelt, beziehungsweise wo er reagieren müsste, könnte und sollte. Und das tut er jetzt hier erstmal. Es könnte natürlich jetzt sein, es gibt natürlich zwei Szenarien, wie immer, rauf oder runter. Generell ist aber halt so die Intraday-Trendrichtung ist schon so ein bisschen abwärts gerichtet. Ne? Das ist ja irgendwie, sieht man ja. Ist aber halt wohlgemerkt nur der Future. Jetzt halt die Frage, wie wird der Kassamarkt das wohl interpretieren? Kommen die jetzt halt mit irgendwie Motivation und sagen, ja super, ist ja nochmal ein Stück weit billiger, auf geht's. Oder irgendwie, ach du Schreck, wir stehen ja irgendwie 200 Punkte tiefer irgendwie als am Freitag, alles raus, viel zu gefährlich. Und ein bisschen, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Reaktion nicht so ohne sein wird und dass wir halt schon ein bisschen mehr hier an Bewegung dann eben auch sehen. Also, ne, deswegen gibt es jetzt auch hier nicht irgendwie so das Szenario so, ja, ich gehe jetzt genau da rein und mache genau das, sondern ich würde dann halt hier erstmal irgendwie gucken, was da halt los ist. Haben wir heute noch, wir haben noch irgendwie Wirtschaftszahlen, ne? Einkaufsmanager-Index, glaube ich, irgendwie 14 Uhr. Habe ich das richtig in Erinnerung, Nelson? Vielleicht kannst du mir da ganz kurz helfen, ob das soweit passt. Das heißt, da könnte dann auch noch ein bisschen Bewegung kommen, ist aber dann halt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, was man dann da irgendwie zu erwarten hat. Aber trotzdem, ne, könnte den Markt dann auch noch mal so ein bisschen halt durch die Gegend schicken. So, ich würde jetzt mal Um hier 16 Uhr. irgendwie versuchen. Bitte? Bitte? Um 16 Uhr. 16 Uhr, ne? Oh, Moment, man hatte ich nicht gehört. Also Nelson hat gerade bestätigt 16 Uhr. Okay, so, ich würde jetzt aber trotzdem hier schon mal versuchen, das bisschen einzugrenzen. Also gut finde ich natürlich, dass er jetzt diesem Gebilde hier jetzt erstmal zu folgen scheint. Also es stützt hier unten relativ deutlich, wie man sieht, ist irgendwie 40 Punkte von hier auch schon raufgelaufen etwa. Das ist also zumindest schon mal irgendwie funktional, das Ding hier unten. Trotzdem wird das jetzt wahrscheinlich nicht reichen, um den Markt direkt darauf zu schicken. I don't know. So, das heißt, ich orientiere mich jetzt erstmal in dem, was wir da gehabt haben. Das war also das Tagestief von gestern. Bleib jetzt erstmal auch hier im H1 unterwegs und sonst erstmal nichts. Also Tagestief gestern, einfach jetzt nur mal als Anhaltspunkte, damit man überhaupt mal irgendwas hat, woran man sich irgendwie festhalten kann. Das wäre natürlich potenziell erstmal aus dem Future betrachtet ein Short Level, ne, weil halt einfach Wirkungsumkehr, deswegen geht aber auch der Pfeil hier auch erst nicht weiter. Das heißt, ne, hier kann das auch genauso gut wieder enden, dann wieder runterziehen. Nächste Problemzone dürfte dann eben werden, hier oben das Value Area Low vom Montag, ne, was wir hier oben sehen bei der 41.460 etwa, 470, ne, so um den Bereich, dort müsste es eigentlich dann halt relativ safe irgendwie short reagieren, weil halt eben aus mehreren Gründen, einmal haben wir hier oben Supports gehabt, die jetzt irgendwie über den Tag gehalten haben, die auch gestern gehalten haben, immer wieder verteidigt. Und das ist natürlich einfach das klassische Ding von der Wirkungsumkehr. Das Problem hier natürlich bei der ganzen Betrachtung ist, da ist jetzt einfach 2 Tage kein Future dabei gewesen, beziehungsweise einen kompletten Handelstag einfach kein Future und eben das Wochenende, kein, Entschuldigung, kein Kassamarkt und eben auch das Wochenende. Und das macht es natürlich dann jetzt erstmal auch so ein bisschen schwieriger. Also trotzdem versuche ich aber hier so ein paar Ideen einzufangen, beziehungsweise mal ein paar Ideen erstmal zu finden, also wie man an den Markt rangehen kann. Hier oben haben wir halt eben auch, abgesehen von der Value Area Low von gestern, haben wir hier oben jetzt auch den SMA 20, der uns hier fallenderweise entgegenkäme, plus die Supports da oben, die zum Widerstand werden müssten. Das heißt, hier würde ich schon irgendwie davon ausgehen, dass wir dort eine Gegenbewegung kriegen, also bei der 470. Wenn er da jetzt überhaupt hinkommt, sind 100 Punkte. Je nachdem, wie heftig es jetzt hier irgendwie zuckt, ist es aber eigentlich natürlich gar kein Problem, also so eine Strecke da halt irgendwie zu fangen.
So, auf der anderen Seite könnte man natürlich dann auch genauso gut sagen, ja gut, warum gehst du nicht hier unten long? Ja, die Frage ist natürlich berechtigt. Aber da habe ich in dieser Bewegung, die jetzt hier gemacht hat, die 50 Punkte, da habe ich garantiert schon irgendwie 45 Punkte mit Quatschen zugebracht, und indem ich das hier erklärt habe. Und man kann halt nicht immer irgendwie alles gleichzeitig machen. Aber grundsätzlich ja, ne? Ich meine, hätte man hier jetzt auch durchaus machen können. Ich habe das ja gestern beschrieben, vorgestern beschrieben, und ich mache das ja auch nicht zum Spaß und zeichne solche Zonen ja auch nicht zum Spaß ein. Das heißt, ich meine das schon auch so, dass man das auch hier handeln kann. So, ob ich jetzt hier oben aber noch handle mit irgendwie 50 Punkte mehr Risiko, das steht jetzt erstmal auf einem anderen Blatt, ne? Das muss man sich dann halt irgendwie schon, glaube ich, ein bisschen genauer überlegen. Aber das wäre jetzt erstmal die Betrachtung halt im H1. So, wer das Live-Chart-Add-on hat, der kriegt jetzt auch die Kurse live in seinen Chart, beziehungsweise halt hier meine Levels kriegt er jetzt dann live in seinen Chart. Ich sehe immer hier, ne, immer wenn ich hier freigebe, speichere, das hängt immer noch so ein bisschen. Wir hatten ja gestern irgendwie Stress mit Contabo, beziehungsweise Contabo hatte irgendwie Stress mit den Temperaturen. Und da sind irgendwie alle möglichen Server ausgefallen, und irgendwie war da halt so ziemlich alles davon betroffen. Und ich sehe halt, es hakt immer noch so ein bisschen. Gestern Abend war es irgendwie mal alles fein, alles flüssig, jetzt hakt es, aber ich hoffe, es funktioniert trotzdem und geht durch, ne? So, aber die Levels solltet ihr jetzt auch drin haben. Hat tatsächlich jetzt hier gerade 30 Sekunden gedauert, bis man das gesehen hat. Ja, genau jetzt, wo es klingelt. Also, das wäre jetzt erstmal der H1. So, auf der Unterseite, da wird es natürlich nicht weniger tricky. Da gibt es ja auch noch eine Übertreibung, die ich hier auch schon gezeigt habe, wo ich meinte, wenn das nicht hält oder du bis dahin irgendwie kommt, falls er tiefer gehen sollte, würde ich tatsächlich hier nochmal bei der 41.031 ansetzen. Kann natürlich sein, da, ne? Werden halt eben 200 Punkte erstmal runter. Und ja, hier in Kommentaren auch, McMurphy schreibt, die ersten 45 Punkte sind mir auch gerade durch die Lappen gegangen, sprich, du bist nicht allein. Ja, das ist halt so, ne? Aber es ist ja auch erstmal, es ist ja nicht gesagt, dass das jetzt der Mörder-Support ist, der hier hält. Ich sage halt nur, irgendwie, da sind Käufer. Oder, ne, das ist ja immer so meine Aussage. Da sind Käufer zu finden, also höchstwahrscheinlich werden da Käufer sein. Wie stark die sind, steht aber auf dem anderen Blatt. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass natürlich das Risiko dann halt relativ überschaubar ist. Oder man zumindest so ein bisschen Gewissheit eben hat, wenn man das ein bisschen ausloten kann, wo Käufer und Verkäufer sind, dass man halt eben relativ eng da halt rangehen kann und dann halt ein bisschen mehr eben auch als 50% Wahrscheinlichkeit dann natürlich irgendwie da in seinem Trade mit drin hat. So, also nicht so einfach, ne? Ihr merkt es schon, ich will mich hier jetzt auch nicht so wirklich festlegen, und deswegen gibt es jetzt hier so ein paar Zonen erstmal, also 41.471. Die würde ich mir auch direkt mal hier rüberholen. So, 471, das wäre ja hier oben irgendwo. Da kann man ja zum Beispiel jetzt einfach mal eine Order erstmal hinpacken, ne, bei der 470, falls er das irgendwie machen sollte. So, und dann gucken wir nochmal auf der Unterseite. Die Unterseite würde ich dann allerdings abwarten, weil die hier wäre jetzt zumindest ja mal irgendwie in der Trendrichtung des Tages, ne? Ich meine, hier das Low ist gebrochen, deswegen ist die jetzt erstmal relativ ungefährlich. Und aber bevor Long ungefährlich wird, müssen wir natürlich erstmal eine Etage tiefer. Ne? Also hier zum Scalpen alles fein, paar Punkte irgendwie in die Richtung, die man haben will, und gut ist. Ist aber generell ja auch immer irgendwie eigentlich der klügere Ansatz, irgendwie halt mit Scalping da ranzugehen und jetzt irgendwie nicht da großartig zu hoffen. Gut, sage ich immer, mache ich aber auch nicht immer. Es ist halt auch klar, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie sich das entwickelt und wie ich das dann halt eben sehe, was es dann werden könnte. So, bevor jetzt aber irgendwie die Kasse endgültig aufmacht, gucken wir uns so ganz schnell mal den Daily an. Der hängt natürlich hier auch so ein bisschen in der Kurve. So, und hier haben wir jetzt gerade dieses, tatsächlich jetzt im Live-Trade, den ganzen Tag war es nicht, ne, aber dieses Verzögerungsproblem durch Contabo hier verursacht. Ich hoffe, das tritt jetzt nicht irgendwie hier die ganze Zeit auf. Aber hier sieht man natürlich auch, er drückt schon irgendwie runter, ne? Und da wäre natürlich so schlimmstmöglich, wäre dann halt hier tatsächlich 40.600. Da glaube ich aber jetzt nicht so wirklich dran, sondern ich denke, der will sich hier erstmal versuchen, irgendwo zu fangen und dann wieder nach oben zu ziehen. Nur weil das hier unten so interessant aussieht, muss das jetzt nicht deswegen zwangsläufig kommen. Das ist halt irgendwie auch klar. So, das heißt, ich lasse den jetzt hier mal, beziehungsweise ich gehe nochmal zurück auf den H1. Ich glaube, hier haben wir jetzt erstmal genug gesehen bei 300. Das wäre jetzt nicht so falsch, dort zu drehen. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal zurück. Wird jetzt wahrscheinlich nochmal einen Moment dauern, bis sich das hier beruhigt hat, aber okay. Da müssen wir mit leben. Das ist leider nicht zu ändern. Aber ich habe ja auch schon gesagt, ne, und auch in der E-Mail einigen zurückgeschrieben, ne, also wenn irgendwie Contabo das nicht auf die Reihe kriegt, dann werden wir hier irgendwie eine andere Lösung finden und eben nicht warten. Eben nicht warten, bis dann halt irgendwie
das dann behoben ist. War dieses Gebimmel bei euch jetzt auch gerade so laut wie bei mir? So, also ich gehe mal hier aufs andere Bild. Wir brauchen ja irgendwie noch einen Chart mehr zumindest. Ich habe hier so das Layout so ein bisschen aufgeräumt. Wie ihr seht, sieht ein bisschen anders aus als vorher, weil ich fand es immer ein bisschen zu viel an Informationen, was man da immer gesehen hatte. Und deswegen habe ich das hier mal so ein bisschen reduziert. Und ich hoffe, es gefällt euch. Gut, Nelson, wenn irgendwie Kommentare bei GoToWebinar sind, ich habe hier auf meinen Monitoren irgendwie gerade nicht genug Platz, um das alles unterzukriegen. Und da Sage spiel ich mir Bescheid. einfach zu. Ne? Ja, okay, weil ich gucke hier auch bei YouTube natürlich immer wieder mal drüber. Okay, also McMurphy wieder meint auch diesbezüglich d'accord, denke auch, es wird Schübe nach unten geben. Ja, ne, aber erstmal sieht man, findet die Kasse das wohl irgendwie recht spannend, dass es gerade günstig ist. Ne? Es ist aber auch erstmal nur der erste Impuls von den ersten 2 Minuten, sollte man vielleicht auch nicht überbewerten. Ich habe hier oben jetzt erstmal nur den M15, den H1 kann ich hier immer wieder einblenden. Hier unten sieht man, ne, den gibt es noch zusätzlich, wenn er gebraucht wird. Ansonsten hier M15 und vielleicht zwischendurch mal M5 und hier im Handelschart M2. Und damit sollten wir eigentlich da relativ gut durchkommen. So, also die ersten 2 Minuten sind um. Was machen wir? Also hier ist es Vortagestief. Das ist ja der erste Punkt, wo ich gesagt habe, ne, den man im H1, den ich ja dort eingezeichnet habe, sieht man natürlich jetzt hier unten im H1 gar nicht gut. Das ist diese schwarze Linie. Aber es ist genau eben das Vortagestief. Und dort könnte natürlich die erste Reaktion jetzt erstmal sein. Deswegen finde ich das jetzt hier auch gerade so ein bisschen schwierig, da jetzt irgendwo reinzuspringen. Ne? Auf der einen Seite, hier fehlen jetzt noch so ein paar Punkte. Und aber für Short irgendwie, ja, fehlen halt leider auch noch ein paar Punkte. Ne? Und für Long ist die Strecke nicht weit genug. So, deswegen warte ich mal noch kurz. Also für, klar, ich meine, man kann immer irgendwie Long gehen. Ne? Das ist zumindest der laufende Impuls. Ich finde es aber erstmal gar nicht falsch. Ne? Oder generell finde ich es oft nicht falsch, irgendwie einen laufenden Impuls irgendwie reinzuspringen. Also das ist oft besser, wie eine Meinung zu haben, dass der jetzt irgendwo reagieren muss. Und weil man zumindest dann so ein bisschen die Gewissheit hat, so hey, die Käufer sind ja da gerade aktiv, ne? Und warum sollen die gerade dann aufhören, wenn ich irgendwie dabei sein will? So, aber jetzt hier erstmal Return to the Mean, also Reload eventuell oder aber das war's schon, ne? Also hier ist nochmal die Kasseeröffnung, wo wir gerade gestartet sind. Mal gucken. Gucken, wie er sich das jetzt irgendwie denkt. Also oft ist es ja auch dann eben Support. Aber ich hätte irgendwie schon irgendwie ein ruhigeres oder ein besseres Gefühl, wenn ich jetzt hier mal kurz abwarte, mal irgendwie so ein paar Minuten zumindest, auch wenn ich schon immer ein Freund davon bin, irgendwie schnell irgendwo reinzugehen. Und eben nicht zu viel Bestätigung zu holen. So, vom Volumen, da gehe ich ja irgendwie auch ganz offen in letzter Zeit damit dran. Und da habe ich auch zum Beispiel gestern den DAX ja irgendwie auch gemacht, nur mit Volumen. Das Problem aber hier ist halt einfach, dass halt eben gestern der Tag fehlt, ne? Und also der Montag, und der uns natürlich nichts erzählt. Gut, jetzt würde der auch nicht unbedingt im Future-Volumen, beziehungsweise nicht allein, aber man würde zumindest sehen, halt, wo die Optionen und so weiter halt gesichert wurden. Und ich glaube nicht, dass da gestern irgendwas tatsächlich so relevant gewesen ist an einem Feiertag. Dann war halt irgendwie nur das Nötigste und wahrscheinlich ein paar Retailer unterwegs und die haben dann halt den Markt gemacht, aber mehr wahrscheinlich nicht. So, hier würde ich jetzt mal ganz kurz reingehen, weil ich davon ausgehe, dass wir zumindest irgendwie einen kleinen Schub dann auch nach oben kriegen und ob der dann das Vortagestief dann halt hier kaufen wird oder nicht, das sei mal dahingestellt. Und aber zumindest mal so einen Stich rein könnten wir hier eigentlich schon kriegen. Also erstmal auch immer nur, ne, wie immer. Also ich gehe immer so mit kleinen Positionen erstmal rein und baue das dann halt im Zweifelsfalle aus. So, kommt es mir zu schwach. Aber für ein paar Punkte hat es hier gereicht. Ich war ein bisschen zu langsam. Also ich hätte normalerweise hier jetzt halt auch direkt den Exit hinlegen müssen. Ich wollte ja eigentlich nur darauf. Also vorhin habe ich zwar gesagt, okay, das ist von der Strecke zu kurz, aber da wir jetzt hier auch nochmal korrigiert hatten, war das jetzt nicht weiter tragisch, finde ich. Das war dann jetzt schon okay. Also sind jetzt irgendwie so ein paar Punkte hier gewesen und jetzt nicht irre viel. Okay, zeigt es jetzt gerade nicht an. Aber halt hier so ein paar Points, die aber für meine Begriffe dafür sehr safe gewesen sind. Warum zeigt er das jetzt hier nicht an? Was ist das denn schon wieder? Intraday gehen. Also hier die Trades an sich, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Okay. Also, und hier wäre aber jetzt auch der erste Widerstand. So, und oft ist es ja eben so, dass der Widerstand ja auch erstmal so ein bisschen übertrieben wird. Und aber das war jetzt wirklich ein richtiger Scalp, ne? Ultra schnell, irgendwie ein paar Sekunden rein, raus. Aber okay, wenn es sicher ist, kann man das schon machen. Wie man sieht, dann eben dann auch in den laufenden Impuls und nicht unbedingt dann dagegen. So, also Vortagestief. Genau das Level, was ich vorhin gezeigt habe. Gucken wir hier einmal umschalten können. Ja, hier sieht man es ja wieder. Das ist genau das hier. Da sind wir jetzt erstmal hin. Die grüne Zone ist natürlich mega, ja. Also wer die da unten gekauft hat, ja, ne, Glückwunsch. So, aber das heißt jetzt, sieht das so aus, als würde hier so ein bisschen die Übertreibung reingehen, wobei das jetzt auch noch nicht safe ist. Nächste Station wäre aber dann halt hier tatsächlich die 470 und da liegt ja auch erstmal auch eine Order und die liegt auch erstmal gut da. Also 470 würde ich dann versuchen, hier ein paar Punkte weiter mit nach unten zu bekommen, weil wir dann jetzt hier eben genau in die, ich nenne es mal Argumentationszone von eben da halt reinlaufen würden. Wenn das jetzt macht, es kann natürlich auch genauso gut sein, dass das jetzt hier erstmal nur eine kleine Übertreibung ist von der 406. Das ist natürlich genauso gut möglich und dass es jetzt hier trotzdem dreht oder wir dann eben nochmal tiefer ansetzen. Aber wenn wir das nochmal tiefer ansetzen und das zum Beispiel dann in einem anderen Timeframe passt, dann wäre das auch wieder ein Long, aber nicht hier. Nicht nochmal hier. Wir haben zwar vorhin auch ein paar den Long sozusagen mitgehandelt, also ne, nicht mitgehandelt, sondern ich habe es mit denen mitgehandelt, weil ich mir das dachte, dass die da eben halt nochmal ein bisschen raufdrücken, aber hier, ich würde das nicht nochmal machen. Nicht an der gleichen Stelle. Dafür ist das zu risky. Weil was der Markt ja auch ganz gerne mal macht, ist eben im Mittelfeld erstmal irgendwie reagieren. Und wenn man hier auf den H1 nochmal guckt, da auf der Unterseite sieht man es ja. Ich hoffe, man kann es erkennen. Es ist nicht zu klein. Aber es ist eigentlich auch ein Grund, warum ich das Layout, also das Aussehen hier so ein bisschen geändert habe, weil das eigentlich alles so irgendwie 10% größer sein müsste irgendwie als vorher. Und man sieht zwar zum Beispiel kein Lineal mehr oder so, was man ja auch nicht braucht, weil man die Kurse ja sowieso hat, beziehungsweise weil die Zahlen an sich sind nicht so wichtig, sondern vielmehr die Punkte, um die es geht, und da brauche ich nicht unbedingt rechts noch das Lineal. Das habe ich einfach mal kurz weggeschoben. Deswegen ist so ein bisschen größer. So, aber hier sieht man, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man es erkennen kann, er sticht also hier erstmal nur rein. Das heißt, potenziell ist es halt möglich, dass das jetzt nur so eine Übertreibung gewesen ist, eben hier vom Vortagestief, und der Markt dann jetzt eben doch nach unten rausläuft. Das heißt, auch jetzt hier ansetzen halte ich auch erstmal für ein bisschen kritisch. Und ja, hier passt sogar lustigerweise EMA 200 auch oben recht genau dazu. Das ist ja auch immer so ein Ding, wo ich sage, so, wo ich den eigentlich immer gut finde, so ein EMA 200, ist, wenn er im Übertreibungsbereich liegt. Also nicht, wenn der irgendwo mittendrin im Mittelfeld liegt, dann ist es meistens nur eine Bremse. Aber wenn der jetzt halt hinter so einem Punkt liegt, der eigentlich recht relevant gewesen ist, da sieht man da eigentlich immer wieder, egal in welchem Timeframe, dann doch irgendwie eine deutliche Reaktion. Da habe ich auch mal irgendwie einen Blogbeitrag dazu gemacht, irgendwie schon ein bisschen länger her und in aller Ausführlichkeit. Und das war nämlich genau eins von den Sichtweisen, die dort auch mit drin sind. Ne, man sieht jetzt hier im M15, wir sind schon wieder auf Anfang. Ne? Also oben war nichts zu holen. Und will man hier jetzt nochmal long gehen? Ich nicht, ehrlich gesagt. Ne? Also es sieht ein bisschen zu sehr nach Gegenwehr aus. Und weil, wenn der Markt es jetzt übertreibt, und weil ich ja auch hingewiesen habe auf den SMA 20 im H1, wenn er es übertreiben sollte, dann zieht ihr das Ding komplett runter und dann sieht es nachher so aus, als wäre er da dran gewesen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Hier oben SMA 20 in Blau. So, das sieht man jetzt, fehlt ein Stück. Würde der Markt jetzt aber irgendwie hier runter kippen, dann würde nichts mehr fehlen. Da würde der sich so schnell da oben runterbiegen, dass es nämlich so aussieht, als wären wir da schon dran gewesen. Gut, also nicht so ganz einfach, wie ich finde. Wobei, ne, es setzt sich, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen irgendwie die Short-Richtung gerade durch, drückt sich hier unter die Kassaeröffnung mit dem Schluss der ersten 10 Minuten, die jetzt irgendwie gleich um sind. Würde man natürlich jetzt im M5 ein bisschen besser sehen. Ja, hier oben den auch mal kurz dazu gepackt. Und aber noch sind selbst die nicht um. Ne? Der Markt weiß noch nicht so richtig, was er will. Er weiß es noch nicht so richtig. Also steht auch hier, da bin ich ja auch immer irgendwie, M5 jetzt nicht so der Freund, ja.
Man sieht aber oft dann irgendwie schon Impulse, die dann halt im M5 dann halt durchaus dann irgendwie zeitlich getaktet sind. Und was ich jetzt hier sehe, ist, dass wir eben nochmal auf dem SMA20 im M5 stehen, beziehungsweise da nicht runtergekommen sind. Und ich sehe natürlich vom Framing halt auch klar, das Framing, auch wenn ich es jetzt hier nicht eingeblendet habe, ist aber eben hier bullish. Ne? Und das heißt, rein von daher könnte der schon nochmal oben hinlaufen. Zumal ja auch oben noch ein Stück fehlt. Also es ist ein bisschen viel 50-50, finde ich, als dass ich mich da jetzt irgendwie vehement draufstürzen würde in irgendeine Richtung. Und von daher dann mal lieber noch irgendwie 5 Minuten warten. Oder wie seht ihr das? So aktuell S&P, Nasdaq, DAX, Öl, Gold, Bitcoin jetzt betrachtet seit 15:30 Uhr alles schwach. Nur Dow hält sich einigermaßen. Ja, okay. Muss mal gucken. Ja, alles rot, ne? Also Bitcoin, also beziehungsweise die Kryptomärkte und so weiter, ist hier alles rot. Wobei ich jetzt nicht so wirklich sicher bin, wie aktuell das jetzt hier gerade ist, wie oft das aktualisiert wird, aber Bitcoin, ja, ne? Kriegt wieder ein bisschen auf die Mütze. Die anderen gehen halt eigentlich, ne? Also die deutschen Werte sehen natürlich ein bisschen übel aus. Okay. Gut. Okay, also alles immer noch ein bisschen unentschlossen. So, wie seht ihr das? Nvidia schon $5 minus, News in 4 Minuten. 4 Minuten kommen die um 14 Uhr, um 15:45 Uhr. Ich dachte um 16 Uhr. 16 Uhr, ne? IBM. Genau. Final Manufacturing kommt jetzt um 15:45 Uhr, aber ISM, was in USA eine höhere Gewichtung hat, um 16 Uhr. Okay. Ja, ne? Also Philipp meint auch, also ich glaube, aber da sind wir uns insgesamt relativ einig, so wie ich das hier sehe, ne? Dass halt irgendwie das hier gerade nicht so wirklich aussagekräftig ist. Also wenn der M5 oder jetzt der M15 jetzt nochmal so schließt, dann würde ich schon sagen, okay, lass nochmal irgendwie runter hier zum Point of Control irgendwie kommen und dann nochmal irgendwie versuchen, den Impuls nach oben zu kriegen. Aber also M15 ist ja, ich meine, wer jetzt hier nicht irgendwie zum ersten Mal dabei ist, der weiß, ich finde den M15 immer total super, weil der eigentlich ganz oft so der ist, der als erstes mal eine Richtung anzeigt, die sich eben dann auch noch weitere 10, 15 Minuten eben halten könnte. Ne, hat das erst klar so ein bisschen Aussagekraft, ne? Weil ich meine, klar, direkt irgendwie nach Kasseeröffnung, da knallt es halt irgendwie gerne mal irgendwie in alle möglichen Richtungen. Und aber hier sieht man jetzt schon so ein bisschen, nach 15 Minuten, der Markt ist schon jetzt, oder zumindest so ein bisschen Sortierung kriegt er dann halt langsam mal. Ne? Und man sieht, es stützt schon irgendwie gerade die ganze Zeit. Ne? Und man will nicht unter die Kasseröffnung, auch wenn es, wo ich auch vorhin gesagt habe, will ich hier long gehen? Nee, und die Maus hat schon oben auf dem roten Knopf schon drüber geschwebt. Aber man sieht, ne? Erstmal hält es. Erstmal wird es gestützt. Wir können ja wirklich dann jetzt auch mal kurz warten, was die Zahlen da jetzt für Auswirkungen dann haben um 15:45 Uhr und was der Markt dann eben damit macht. Ich bin mal gespannt. Aber so lange würde ich jetzt, glaube ich, schon noch warten, weil dafür ist mir das hier zu wischiwaschi. Ne? Ich meine, hier ist die Eröffnung. Stehen irgendwie gerade mal so ein paar Punkte da jetzt drüber und irgendwie alles nicht so ja, weltbewegend. Ne? Auch hier schon wieder zurück. Es war jetzt nur der 2-Minuten-Chart, ist auch klar. Aber erstmal ziemliches Hin und Her. Aber im 15, also das wäre jetzt zumindest ja dann die Aussage, die das Ganze dann hätte, wenn das jetzt zu Ende geht, dass nämlich eben, wir haben es 15 Minuten lang über den Point of Control gehalten. Wir haben es 15 Minuten, beziehungsweise hier jetzt immer, überhaupt erstmal einen geschaffen auf der Unterseite, stehen drüber und stehen über der Eröffnung. So, das würde normalerweise, sollte man das interpretieren als, naja, unten haben wir erstmal nichts. Wir müssen nochmal irgendwie, wir gucken mal eine Etage höher. Wenn das so stehen bleibt. Ne? Aber das sind noch 25 Sekunden, der kann auch noch hier unten enden. Ne? Das ist halt auch klar. Von daher warten wir die jetzt mal kurz ab. Also ich warte die ab. Ihr könnt natürlich machen, wie ihr das mögt. Aber Die generell Zahlen gut. jetzt um 15:45 Uhr kann nur eine größere Auswirkung haben, wenn wirklich jetzt eine Überraschung ist. Aber da es ja final ist, gab es auch schon vorherige Zahlen dazu. Von daher, ich denke mal, dass Ja. da jetzt nichts, keine Bewegung reinkommt. Außer es Ja, kommt eine genau. wirklich große Überraschung. Genau. So, ich habe ja gesagt, wenn jetzt irgendwie 15 Uhr so schließt,
Mit einem kleinen Rücklauf zum Point of Control würde ich mal nochmal versuchen, da noch halt nochmal long irgendwie ranzugehen. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist, werden wir gleich feststellen. Aber sieht erstmal für meinen Begriff nicht so falsch aus, ne? Den könnte man vielleicht sogar aus, ja, skalieren. Ich würde den auf jeden Fall nicht hier drunter skalieren. Mal gucken. Na, ob wir da nochmal irgendwie dagegen kommen. Also erstmal, ne, irgendwie alles unverändert. Wir stehen hier immer noch irgendwie in der Mitte rum. Und den hätte man jetzt natürlich, könnte man sich mal überlegen. Ja. Da ist schon so ein bisschen Wischiwaschi hier, ne? Das ist schon so ein bisschen Wischiwaschi. Boeing macht aktuell den größten Verlust in Dauer aus den Punkten, ausgedrückt 72 Punkte. Im DAU ausgedrückt 72 Punkte. 72 Minuspunkte gehen auf Boeings Kappe im Moment. Okay. So, also, ach so, du meinst jetzt hier von vorbörslich oder wie? Nein, Boeing ist ja aktuell sehr schwach, aber Ja. eben schon aktuell haben wir -6%, gefolgt von Caterpillar und Goldman. Goldman ist wichtig, hat eine hohe Gewichtung und auch fast 8%. Und ja, das sind die Verlierer aktuell. Ja. So, mal gucken, kommt hier jetzt noch irgendwas oder kommt da nichts mehr? Skalieren wir den oder skalieren wir den nicht? Also skalieren, ne, wäre, wenn ich halt sagen würde, okay, ich mache mal hier ein bisschen Luft und kaufe mir das Low nochmal. Das wäre eine Skalierung. Ich weiß aber noch nicht, ob ich sie gut finde, ehrlich gesagt. Ich weiß es noch nicht. Also das hier ist natürlich auch so, ne? Wir gucken uns mal irgendwie die Kerze da an, irgendwie auf der Unterseite und wir drücken jetzt erstmal durch. Das ist natürlich jetzt schon so ein bisschen mies. Okay, noch ist nichts passiert, viel. Mal gucken, ob das wirklich so bleibt, ob der sich wirklich nach unten wegdrückt. Aber okay, das gehört dann leider auch dazu, ne? Zum Trading, dass man eben auch mal irgendwie sich fehlleiten lässt. Also ich würde ihn hier ganz kurz skalieren, aber eigentlich wollte ich gerade sagen, nicht da, sondern ich wollte ihn hier skalieren. Und wenn er das nicht macht, und dann lasse ich das, ne? Dann vergesse ich das. Vergessen wir das mal eben ganz schnell wieder. Mal gucken, kriegen wir jetzt hier eine Reaktion oder drücken wir da jetzt wirklich durch? Wenn ja, wäre es natürlich blöd. Aber okay. Gut. Der war nix. Der war nix. Das war immer so ein bisschen scheiße, sorry. So ein bisschen mies, ne? Hier M15 erstmal aufgestellt, irgendwie gerade noch groß gelobt. Den M15, dass der ja schon ganz gerne mal die Richtung irgendwie als erstes angibt und dann drückt er da jetzt einfach durch. Und jetzt hier erstmal auch nur mich da unten rausgeholt, also 165 sind es natürlich nicht, ne? Also das sind Viertelpositionen, aber trotzdem. Ging dir nicht auf, ne? Fake M15, ja, ne? Mal gucken, wie das hier aussieht. Da habe ich mich da, ne? Nee, also das war ja auch mein Ansatz, ne? Wir haben hier das Framing irgendwie umgedreht. Drückt aber dann eben trotzdem unten durch. Das ist schon ein Fake, ja. Das ist tatsächlich, ist das so. Aber okay. Nicht weinen. Sondern gucken, ob man noch was draus machen kann. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja gut, dann springe ich halt da Short rein, weil ich weiß ja, was auf der Unterseite irgendwie mich erwartet. Sollen wir machen? Sollen wir Short gehen? Was sagt ihr? Short gehen oder nochmal long? Ernst gemeint. Also. Ja, du hast gesagt, der Dow den DAX nachmacht erstmal. Der DAX hat aber natürlich ganz anders irgendwie halt die Eröffnung dann halt schon da irgendwie abgespult. Ne? Das lief schon so ein bisschen anders ab. Der ist ja direkt irgendwie runtergeklatscht. Ne? So, 244, 260, das ist auch so ein Bereich, den kennen wir. Ne? Den hat er halt irgendwie recht oft da auch in letzter Zeit gehandelt. Hier sieht man ja auch, ne? Point of Control letzte Woche, auch irgendwann hier mal und auch da. Ne? Immer wieder sauber da reingekauft, aber aktuell, ne, ich sag ja, ne, dass das da, wenn der es wirklich unten nach unten übertreiben sollte, dann ist das, dann hängt das nachher da oben drin und der Markt hängt hier unten in 15 Minuten. Ne. Deswegen, ich meine, es ist erstmal ein Impuls, also sagt ihr.
Also erstmal schön nach unten, eher long. Ich warte bis 16 Uhr. Also Schön hier go to mitlaufen, genau. webinar ausschaut, im Rücklauf an die Vorbörse, eventuell Rücksetzer noch abwarten, falls er kommt. Jetzt haben wir den H1 nochmal hier unten. Naja, das ist schon irgendwie. Das hier war dann die klassische Arschkerze. Darf ich das sagen bei FX-Wert? Ich muss nachher ein Beep drüber legen. Nennen sagt nichts mehr. Ja, sorry. Nicht alle richtigen Bezeichnungen stehen im Lehrbuch. Ja, ich habe aber hier leider natürlich auch den Fehler gemacht, dass ich ein zu viel skaliert habe. Das war natürlich nicht der Plan. Das war natürlich nicht der Plan. So. Trotzdem nicht schön. Ärgert mich. Will ich nicht. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, dass der so gelaufen ist. So, aber es drückt einfach jetzt gerade nur nach unten. Also die News, glaube ich, kann man jetzt schon mal irgendwie ins Auge fassen. Wir gehen mal nochmal irgendwie kurz zurück auf den Daily. Den will ich nochmal hier irgendwie sehen. Also hier, das schreit jetzt ja schon gerade wieder schon so ein bisschen, ne? Die 189, beziehungsweise dann eben mit Übertreibung und dann natürlich dann auch dieser Spike. Ne? Der Daily. So, mal gucken, was der da vorhaben könnte. Also es sieht natürlich richtig mies aus. Aber okay, das ist eigentlich genau das, was der DAX ja da irgendwie auch getrieben hatte. Nur eben, dass der Dow jetzt irgendwie komplett unnötigerweise nach oben gelaufen ist, irgendwie so im ersten Anlauf. Und ich sag ja, wenn der das Ganze übertreibt, ne, dann ja, glaube ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwie 700 Punkte irgendwie in den Keller stürzen. Das kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Da fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie dafür, wo das jetzt herkommen sollte. Also nicht, wie es aussieht, aber eher dann, wo soll das denn herkommen? Wo sind denn meine Levels von vorhin jetzt eigentlich hin? Das sieht für mich echt schon wieder aus, so als hätten wir ja schon wieder irgendwie. Oder? Kommt da noch was? Hier mit dem Provider eben, wo die Daten liegen hier vom Live-Chart. Ah, nee, okay. Aber jetzt dauert alles viel zu lange. Geht so gar nicht. So, aber, ne, okay. Hier tatsächlich genau ins Mittelfeld. Also die 406, wie man sie halt hier so sieht jetzt, ne, das war im Endeffekt tatsächlich nur eine Übertreibung. Ne? Aber okay, da muss man ja natürlich auch erstmal drauf kommen. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Und da bin ich irgendwie nicht so ein Freund davon. Irgendwie, der DAX ist nach Eröffnung 70 Punkte hoch. Ja, Thorsten, das war heute. Ich rede von gestern, was der DAX gestern gemacht hat. Ne? Weil eigentlich ist bei den Amis ja heute, wenn du so willst, Montag. Ne? Also es ist der erste Tag eben nach dem Wochenende und der erste Tag des Monats. Und von daher. Deswegen habe ich da den Montag angeführt vom DAX und jetzt nicht heute. Heute DAX, ja, ganz andere Nummer. Ne? Okay, hier gibt es irgendwie wilde Zuckungen gerade. Ich bin zu zögerlich, sieht man. Ne? So, hier Value Area von unten wird verteidigt, beziehungsweise ja, wird von oben verteidigt von den Verkäufern. Die Verkäufer wollen das irgendwie runterschicken. Ja, ich habe irgendwie mich heute Morgen auch im DAX irgendwie permanent da irgendwie long aufgehalten. Der hat mich auch irgendwie super genervt. Bin dann zwar irgendwann noch irgendwie damit klargekommen und aber auch irgendwie ein paar Mal ging es in die Hose. Und der Dow scheint irgendwie nicht weniger stressig heute zu sein. Also nächster Punkt, wenn man das jetzt irgendwie nochmal irgendwie im Short ansetzen will zum Scalpen, entweder jetzt direkt hier die Value Area. Wobei der ist der zappelt so illiquide hier rum. Oder hat hier oben natürlich der letzte Support, dann bei der 41.200. Was hier natürlich ist, das, was ich gerade gezeigt habe, ne, eben Point of Control, letzte Woche, mehrfach ist der da immer wieder an die 250, 260 gelaufen. Da kommt ja nicht irgendwie gut klar, beziehungsweise nicht so ohne weiteres durch. Und der M15 irgendwie völlig von Sinnen. Mal gucken, ob wir hier noch einen kriegen. Also ich würde schon dann auch irgendwie jetzt so ein paar Minuten überziehen, um dann wenigstens versuchen, die News zu handeln.
Ja, letzte Male war es besser, ne? Da waren wir 15:33 Uhr jedes Mal fertig. Aber da war auch nicht irgendwie Monatsanfang und ein Wochenende dazwischen. So, ich gucke mir hier drüber. Für mich stehen die Zeichen auch im No-Trade, ja. Schreibt der Philipp. A-Karte eben. Ja, ich meine, wenn man hier den Vorturner macht, das sowieso, ne? Aber dafür kriegt man natürlich auch die Lorbeeren, wenn man es richtig macht. Das ist ja auch klar. Im Framing, Merle, was meinst du? Also im Wochenframing. Okay. Ja, das ist, kann man das irgendwie. Okay, sollte man trotzdem mal machen. Ich habe gestern ja auch den Weekly hier aufgemacht. Also der Weekly ist natürlich echt so ein bisschen. Dass irgendwie man den im Minutenchart dann irgendwo wiederfindet. Also das meinst du, ne? Hier auf dem Vorvorwochenhoch da quasi aufgesetzt, ne? Ja. Also Weekly ist halt, wenn man das so sieht, das ist überhaupt nicht short, ne? Der ist eigentlich, das wäre total fein, wenn der halt hier irgendwo aufsitzt und dann eben nach oben wegdreht, ne? Das wäre für den Weekly völlig die eigentlich, oder beziehungsweise eigentlich die einzige richtige Richtung, ne? So, da bin mal gespannt. Also wir haben hier unten noch ein bisschen was, irgendwie so einmal den Spike rein da unten, hier im Grün bei der 189. Da könnten wir schon irgendwie mal, zumindest mal irgendwie eine Runde vorbeischauen, ne? So, aber ich bin hier schon, glaube ich, irgendwie so ein Freund davon, zu versuchen, den Impuls mitzunehmen, weil der sieht nicht aus, als würde der irgendwie noch großartig um 16 Uhr und da bullish enden. Was mich unfassbar stört, ist das hier. Ne? Also man sieht hier das Framing. Also generell, ich bin immer ein Freund davon, das Framing zu verfolgen. Und der M15, nachdem er hier vorhin das Framing umgedreht hat, nach oben, also nach bullish, hat er dann ja jetzt irgendwie hier das komplett übertrieben auf der Unterseite. So, und das wäre alles fein gewesen bis hierher. Da sieht man ja auch, ne, da wo ja auch mein Stop gewesen ist. Bis dahin runter wäre total fein gewesen, ne? So irgendwie hier in die Extension rein und dann eben komplett nach oben abhauen, ne? Das wäre halt schon irgendwie recht passend gewesen. Aber ich finde es ganz, ganz, ganz merkwürdig. Also es kann natürlich sein, dass es hier einfach nur eine Übertreibung gewesen ist, einfach nur Phishing auf der Unterseite und wir jetzt tatsächlich dann doch noch irgendwie die nächsten 3 Minuten komplett nach oben eskalieren. Möglich ist alles, ne? Aber diese Übertreibung hält mich gerade so ein bisschen davon ab, hier so zu vehement an meinem Short-Gedanken hier festzuhalten, ehrlich gesagt. Auch hier im 5 sieht man, ne, wie der sich jetzt hier unten gerade aufstellt und eigentlich nur komplett im Kreis läuft, der Kollege. Mehr passiert hier irgendwie gerade gar nicht. Mehr passiert da überhaupt nicht. Und versucht jetzt höchstwahrscheinlich wieder auch das Framing tatsächlich zu halten, trotz der massiven Übertreibung. Das wäre dann die 326, ne? Das wäre dann da oben der Punkt. Und damit eben auch Richtung Point of Control. Phishing war auf der oberen Seite, ja, und auf der unteren, ne? Also es ist ja irgendwie dann in zwei Richtungen gerade. Aber zumindest mal gut, dass ich hier unten nicht gesagt habe, ey, lass uns irgendwie short gehen. Dann würde ich jetzt irgendwie hier, das wäre dann wieder eins von diesen Livestreams, wo ich danach sage, was hast du denn da für einen Quatsch gemacht? Ne? Macht man doch nicht sowas. Aber mal gespannt. Also, News jetzt irgendwie in ein paar Minuten. Sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Mal gucken, ob wir den zugreifen kriegen. Also hier die Short Order. 10 Punkte plus wäre es gewesen, aber traue dem Braten hier gerade überhaupt nicht. Ich traue dem Braten hier gerade überhaupt gar nicht. Was? Sentiment, que pasa? Was für ein Sentiment? Im DAO gibt es doch nicht so ein Sentiment wie für den DAX. Nicht, dass ich wüsste. Außer du meinst eins von einem anderen Broker, die das ja auch ganz gerne mal irgendwie, die ihr eigenes Sentiment haben. So, Candlestick Hammer. okay, also was ist das denn hier?
Okay, also Framing bestätigt, H1 bestätigt von der Richtung, Bewegung zu klein. Zu klein, der Impuls. Also zumindest irgendwie, um jetzt da short reinzuspringen. Dafür ist es zu. Ja, es kommt aber schon ein bisschen was hinterher, wie man sieht. Zumindest. Wäre da fast ein Freund davon, irgendwie da unten zu versuchen, die 189 da abzugreifen mit Übertreibung bis darunter. Wäre hier der R1. Das wäre der R1. Mal gucken, wir können ja mal ein bisschen spielen, in Anführungszeichen, mit der Vola. Mal gucken. So. Okay. Nelson, kannst du was sagen zu den Zahlen, die da rausgekommen sind? Ja, kam leicht unter den Erwartungen, die Preise leicht gestiegen, also die Preiskomponente, Arbeitskomponente weiterhin unter 50. Das ist ja so das Level, was man beachtet. Also insgesamt, ja, kein so guter Report. Okay. So, ich habe jetzt hier eine Limit Pullback, ne? Die wird ja nur gegriffen, wenn der Markt auch reagiert. Gucken, den würde ich aber trotzdem hier mal versuchen. Ein paar Punkte irgendwie. Also News ist eigentlich dann Minute angesagt. So, gucken, ob das jetzt dann nochmal ein Fehler ist oder ob wir hier zumindest ein bisschen was scalpen können. Also der hier ist natürlich falsch. So, der gehört da unten hin, weil das sind ja die zwei Punkte, die ich gerade gemeint habe, ne? Die ich halt hier mal versuchen würde zu greifen. Klar, ist natürlich voll gegen den Impuls jetzt erstmal. Muss trotzdem nichts heißen. So, aber hier oben Short wäre dann ja doch irgendwie ganz gut gewesen, ne? Wären dann schon irgendwie 120 Punkte, aber okay. Es hat mir trotzdem nicht gefallen. Mir gefällt Long zwar auch noch nicht immer so wirklich richtig, noch immer noch nicht wirklich gut, zugegebenermaßen. Aber irgendwie so überzeugt von Short bin ich da auch noch nicht. Also das jetzt hat hier natürlich dann wieder eine Skalierung, ne? Die kann natürlich auch nochmal daneben gehen, ist gar keine Frage. Deswegen bitte nicht einfach nachmachen. Ja, endlich Short. Ich bin mir da nicht so sicher, ne? Ob das wirklich dann Intraday, also beziehungsweise ob sich das dann so hält, ne? Da wäre ich nicht so arg. Also ich meine, ich bin da nicht überzeugt davon, sonst würde ich ja hier nicht irgendwie die Käufer suchen, wobei das hier jetzt schon so ein bisschen Raten ist, ne? Und das ist eigentlich so eine Art und Weise, die ich nicht so gerne handle. Und das Bild. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Fällt viel zu tief hier unten rein. Also hier haben wir zwar, hab ich gerade gesehen, hat hier schon so ein paar größere Pakete hier, ne? Also deswegen habe ich den gerade auch bewegt. Mal gucken, ob die uns hier retten, aber ich fürchte fast nicht. Ja, das wird kurz geschluckt, das Ding. Man könnte jetzt natürlich, ach, wollte gerade sagen, ausskalieren und dann halt eben tiefer nochmal reingehen, aber das sieht fast so aus, als machen wir hier diese ganze Biege nach unten, die ich eingezeichnet habe, nämlich bis zur 30. Also war jetzt zweimal daneben. So, das meinte ich, ne? Also hier ausskalieren wäre jetzt eben der Ansatz gewesen, zwei Pakete raus. Und dafür Stop eben tiefer und dann hier unten bei der 30 dann halt voll ansetzen. Das wäre eben der andere Aspekt, beziehungsweise die andere Herangehensweise gewesen. Weil man sieht halt hier schon, ne, das sind einfach nur so Scalping-Punkte. Da war ich jetzt gerade nur so ein bisschen langsam. Und die in der Regel nicht so ohne weiteres gekauft werden. Ich würde halt hier jetzt auch zurückgehen, zumindest mal halt hier bis an das letzte Low. Mal gucken, ob wir die kriegen. Das wäre dann eben auch hier oben. Ob wir dahin zumindest mal irgendwie so ein
Rücklaufimpuls da halt bekommen. Einmal da oben reinstechen. Gucken, ob das gelingt. Aber weiter wird der wahrscheinlich nicht kommen. Ne? Das ist jetzt hier einfach nur so eine Liquidität irgendwie. Ist da halt so ein bisschen, wird hier unten gerade so ein bisschen schwach. Und deswegen eben der Ansatz, dass wir jetzt hier zumindest mal aufgrund ein bisschen schwächer werdender Liquidität zumindest so ein bisschen Gegenwehr bekommen. Also mit Scalping-Punkt ist halt gemeint hier der R2, den man hier unten sieht. Das ist, glaube ich, nicht so deutlich jetzt hier erkennbar, weil das Bild ja halt irgendwie dunkel ist. Und dann hat man gerne schon mal irgendwie so Reaktionen. Also genau, ist ähnlich wie bei so einem EMA. Wenn die Liqui irgendwie, oh mein Hals, Entschuldigung, wenn die Liqui irgendwie eng wird, beziehungsweise knapp wird, und dann werden genau solche oder genau an solchen Übertreibungspunkten passiert dann halt irgendwie ganz gern mal ein bisschen was. Aber so überzeugt, ne? Überzeugend ist das irgendwie alles auch hier nicht, wie ich finde. Wie ich finde, da sollte schon ein bisschen mehr irgendwie mal kommen. Also wenigstens mal einen irgendwie Shot drauf. Nochmal da oben rein, wo gerade irgendwie hier diese letzte Abwärtsbewegung, ich meine, das ist hier der Minutenchart, ja, wo die irgendwie begonnen hat. Das wird ja wohl irgendwie drin sein hier. Aber nee, gefällt mir nicht. Gefällt mir alles überhaupt gar nicht. Also, das heißt, wenn man jetzt irgendwie die Richtung festhalten will, dann würde ich hier unten wirklich halt bei der 31 ansetzen. So, und die muss er dann aber auch irgendwie natürlich dann machen. Also jetzt haben wir hier kein neues Low, ja, ne? Kann schon sein, dass der das jetzt noch macht, aber mir gefällt es einfach gar nicht. Und ich bin dann sage ich irgendwie eher so, ey, komm, bevor ich mich halt hier irgendwie verkaspere und irgendwie festfresse an irgendeiner Idee, dann sage ich lieber, na gut, dann lieber raus, irgendwie hier mit 10 Punkten, beziehungsweise hier dreimal knappen 10. Und nachher, weil die Liquidität, die hier fehlt, kann natürlich auch genauso gut dazu führen, dass wir jetzt einfach mal kurz nach unten knattern, ne? Irgendwie im Schweinsgalopp und der Markt sich dann dort erst wieder einfängt, ne? Das kann natürlich genauso gut passieren, das ist halt auch klar. Ah, nicht gut heute, gefällt mir nicht. Aber aufregen kann ich mich auch nicht. Also über mich selber, ne? Über den Markt sowieso nicht. Ne, also hier auch, jetzt sieht man, selbst im M1, ne, das war ja auch gerade das, worum ich gesagt habe, ich gehe da raus, ne? Weil er nicht mal irgendwie hier über so die kleinen Highs da im M1 da irgendwie gerade drüber kommt. Das sieht für mich so aus, als hätte da irgendwie jemand so das Programm gestartet, ne, drückt das Ding irgendwie runter und verkaufe jeden Rücklauf, bis wir fertig sind und wir sind fertig bei Fragezeichen. Ne. So sieht das für mich gerade so ein bisschen aus. So dass auch jetzt wahrscheinlich hier nochmal ein neues Tief irgendwie kommen wird. Und keine Ahnung. Ja, weil selbst hier jetzt irgendwie kleinste Range irgendwie gerade, ne? Auf ganz kleinem Niveau. So, da sollte er ja hin, ne? Da war ja schon irgendwie wieder der Exit von eben. Boah, ich schwitze hier so dermaßen, ne? Ist gut, dass die Kamera klein ist. Aber es ist irgendwie plötzlich auf einen Schlag so schwül geworden. Und aber hätte ich hier einen Ventilator, dann würde man es natürlich hören. Aber. Nelson, wie sieht es bei dir im Büro aus in der Temperatur? Ist auch gut warm. Jetzt für einen Brasilianer nicht so schlimm, aber ich habe auch den Ja, stimmt, Ventilator ja. an.
War ja klar. Brasilianer, steckt das weg. So, pff, Nelson ist mit Pelzmantel heute zur Arbeit gefahren. Auch nicht mehr so leicht wie früher. Oh, ja, armes Hasi. Boah, jetzt mal die Heizung im Auto angemacht, ne? So, also hier irgendwie, ach, keine Ahnung. Was machen wir denn mit diesem Markt? Also hier wird irgendwie so alles angetestet, ne? Alles, was ich hier irgendwie anpacke, wird irgendwie angetestet, aber mehr irgendwie auch nicht, ne? Und die beste Idee des Tages war ja dann eben tatsächlich die Order, die ich hier gelöscht habe, da oben. Das war, na gut, nachher ist man dann immer schlauer, ne? Das ist halt, leider Gottes liegt das in der Natur der Sache beim Trading, ne? Nachher schlauer zu sein. Also machen wir jetzt doch noch einen Shot nach oben oder? No. I don't know. Ich wäre fast ein Freund davon zu sagen, ey, wir gehen nachher nochmal live und gucken dann nochmal irgendwie drauf. Weil das hier ist echt so richtig Mist. Also wir drehen jetzt hier unten so ein bisschen ein. Man könnte nochmal versuchen, hier jetzt mal nochmal irgendwie so ein paar Punkte mitzunehmen. Zumindest mal so ein paar Punkte höher, aber wir stecken natürlich hier immer noch im nicht fertigen M15 Impuls, ne? Und ja, ich weiß, ich bin da manchmal ein bisschen schnell im Klicken, das liegt aber auch daran, weil ich eben auch oft scalpe und dann halt irgendwie dann auch schnell wieder zumache und dann aber auch irgendwie genauso schnell wieder an anderer Stelle aufmache. Das ist für das Live-Trading hier im Livestream vielleicht nicht unbedingt die beste Herangehensweise, das gebe ich zu. Ich klicke da manchmal schneller, als ich irgendwie den Satz beendet habe. Da sollte ich mir, glaube ich, auch mal irgendwie ein bisschen zügeln, was das angeht. Da sollte ich mich mal ein bisschen zügeln, sagte er und klickte nochmal. Also, ich will ja hier eigentlich jetzt nur den Impuls. Ich sehe, das dreht sich hier so ein bisschen ein. Wir haben kein neues Low, wir haben da oben einen, wir haben einen Mangel an Liquidität für meine Begriffe, den wir hier unten kriegen. Und eigentlich muss der halt einmal da raufspringen, einmal da drüber, um sich die nochmal irgendwo zu holen, die hier unten ja irgendwie gerade nicht mehr zu finden ist. Auch hier im H1 sieht man halt hier noch dieses Low, wo ich ja eben auch schon hin wollte, diesen Spike und den sollte er doch zumindest mal versuchen, eine Runde zu kaufen. Und das heißt zumindest mal so tun, das wäre ja eigentlich das Typische, dass es hier auch erstmal wieder aussieht wie so ein Phishing und was dann halt eben am Ende doch nicht aufgeht oder wie auch immer, ja, aber zumindest mal ein Stück weit da reinlaufen. Aber es kann echt nicht wahr sein, wie der hier echt auf der Stelle irgendwie nur klemmt, ja. Und irgendwie jeder Versuch hier irgendwie gerade schon wieder immer hier an dieses komische Level, was auch immer ich da eingezeichnet habe vor ein paar Tagen. Das hat keine größere Bewandtnis, ne? Das ist irgendwie liegt nur da vergessene Linie. Und wo er sich irgendwie gerade dran irgendwie die ganze Zeit irgendwie aufhält. Ne? So, aber doch wenigstens mal, Kollege, das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Ja, also hier meint auch, ne? Es kommt noch eine Welle nach unten, schreibt Ivica. Ja, das heißt aber nicht, dass der jetzt hier direkt, ne? Das wäre Welle nach unten bin ich ja bei dir. Impuls nach unten ab hier bin ich nicht überzeugt von gerade, weil es halt hier eben nicht weitergeht. Ne? Weil da irgendwie dotzt er hier die ganze Zeit hier auf und es passiert nichts mehr. Nach oben zwar auch nicht, das ist natürlich auch richtig. Aber es wird immer wieder hier gekauft. Ne? Bis jetzt. Außer wenn ich long gehe. Dann natürlich nicht mehr. Ne? Dann geht es nach unten. So. Ich glaube, wir lassen das hier heute. Ne? Das ist jetzt irgendwie schon wieder das Ding irgendwie, also nicht gut. Nicht gut. Beziehungsweise, was heißt lassen, ist auch der falsche Ansatz. Ich würde dann hier unten die Uridee aufgreifen. Und dann eben bei der 31 da unten. Aber das hier ist einfach nur, keine Ahnung. Da bin ich heute zu blöd dafür, für dieses Live-Trading. Ich kann es nicht anders sagen. Aber ich glaube nicht an Short. Sorry. Noch nicht. Ja, ich werde auch gleich eine Pause machen, aber
Ich bin aber auch nicht irgendwie, sag mal, empfindlich genug, um mir nachher einen Shitstorm irgendwie anzutun nach dem Motto, ah, dreimal hintereinander falsch und irgendwie, das macht mir nichts aus, ehrlich gesagt. Weil manchmal gehört es dazu, dass man halt ein paar Mal daneben greift. Aber halt, ich meine, was ich halt einfach sehe, ist, da muss ich hier wieder auf den H1. Was ich einfach sehe, ne, ist, ich habe das hier gesehen als möglichen Punkt eben für die Reaktion und das hier. Das waren die einzigen beiden Punkte. Das hier war richtig und deswegen gehe ich auch davon aus, dass das hier auch richtig sein wird. Ne? Jetzt waren wir da schon fast genau dran. Also man muss auch nicht unbedingt runter auf die 31. Und deswegen glaube ich nicht, dass das so falsch ist, zumal wir oben auf der Oberseite nicht wirklich viel Reaktion hatten, außer dieses eine kleine Ding da halt irgendwie. Und mehr war es halt noch nicht. Und wir laufen hier gerade auch irgendwie in so einen Bereich rein, ne, der irgendwie vom Volumen her dünn wird. Ne? Hier überall ganz schlank alles. Ne? Und der auch eben deutlich gekauft wurde. Also hier unten diese nächste Supportzone dann halt eben auch. Und deswegen habe ich da so meine Zweifel, dass wir da jetzt mal ebenso da durchrutschen, egal wie die gerade aussieht, das Teil hier. Ja, Trader Journey meint, das ist so ein Webinar, wo du dich später dran wunderst, warum du so lange an Long festgehalten hast. Glaube ich auch noch nicht. Also ich bin durchaus ja immer total selbstkritisch da unterwegs, ne? Aber wenn der jetzt wirklich das gleiche Ding, also ich habe ja mehrere Aussagen getroffen. Das eine ist, dass ich davon ausgehe, dass wir halt irgendwie eine ganz ähnliche Nummer halt sehen, ja, wie wir sie im DAX, im DAX ja eben halt auch gehabt haben. Nämlich, dass wir halt nach unten erstmal reagieren und dann halt eben das Ding wieder raufkaufen. Ja, DAX hat das gemacht und hat danach ein neues ATH gebastelt. So, das ist ja eine Aussage. Der ist auch irgendwo so ein bisschen ins Nirvana gedreht, der DAX. Und der Dow könnte das eben genauso machen. Dann laufen wir hier eben auch in diesen Bereich rein. Dann haben wir, und deswegen stört mich das jetzt auch nicht so wirklich, wenn wir diese Punkte hier unterschreiten, wir haben Wochenanfang, wir haben Monatsanfang. Wochenanfang aus Sicht des Kassamarktes. Das heißt, wir korrigieren hier in Wochenkerzen, in Monatskerzen und so weiter rein. Und da muss der Stundenchart, der muss da mal kurz hinten anstehen. Und da, in solchen Marktsituationen sehen wir das eben leider ganz oft. Und was heißt leider, ja? Aber das ist eben, also ich verstehe den Einwand total richtig. Man muss das hinterfragen, ne? Warum so lange an Long festgehalten? Ja, weil all diese Gründe existieren und die sind noch nicht aus der Welt. Wäre das jetzt irgendwie alles weg, hätte ich jetzt hier irgendwelche Trigger, wo ich gesagt hätte, ja, darunter dann nicht mehr, darunter nicht mehr, dann okay, ja. Das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen doof finde, ist, dass ich hier oben irgendwie jetzt zu lange versucht habe. Ne? Das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Ich hätte direkt hier auf diese große Bewegung bauen sollen. Also da finde ich die Kritik dann schon irgendwie angebracht, beziehungsweise hier so das Mittelfeld, ne? So in diesem Spike. Aber könnte natürlich trotzdem immer noch sein, ne? Dass der das Ding jetzt hier wieder komplett zurückzieht. Ne? Man sieht es ja hier, wir stehen einfach schon wieder da. Ne? Da, wo ich gerade rausgegangen bin. Und das sieht so aus, wie, ja, wir würden gerne kaufen, aber irgendwie es will noch keiner so wirklich mit. Weil es fällt ja nicht mehr am Stück irgendwie durch, wie hier zum Beispiel. Das war ja irgendwie okay, ne? Aber hier, wir haben ja halt hier irgendwie auch Bewegung von der anderen Seite. Und von daher ist das jetzt nicht so abwegig, ne? Da auch weiter drauf zu gehen. Jetzt haben wir hier so ein kleines neues Low, aber sieht jetzt auch nicht so aus wie so ein Impuls, der hier jetzt irgendwie endgültig fertig ist, ne? Und wie du siehst, während wir hier drüber reden, ist der Markt halt schon wieder irgendwie 60 Punkte gerade nach oben gelaufen, ne? Not that easy. Ja, also irgendwie so wahnsinnig falsch ist das immer noch nicht, ne? Und ich weiß, das Einzige, was ich natürlich nicht weiß, ist, ob dieses Low genau kommt, diese 41,31, ne? Das ist ja halt in etwa die Bewegung. So, die geht ja auch nur knapp davor, die geht nicht bis knapp dahin, die habe ich so dahin gezeichnet.
Und die muss auch gar nicht weitergehen. Ne? Also, weil die 41.031, die ist ja auch schon ein bisschen tot gehandelt. Wie man hier zum Beispiel sieht, wo ist es? Da. Ne? Also, da ist halt eben auch, nee, da ist nicht, sondern hier die auch schon irgendwie ziemlich deutlich da rein. Und dann halt eben wieder gekauft. Aber okay, ich habe jetzt nur leider ein anderes Problem. Mir kommt hier mein Zeitplan für heute irgendwie gerade ist langsam komplett durcheinander. Ich würde natürlich das hier jetzt wahnsinnig gerne irgendwie zu Ende führen, aber dann kriege ich hier anderweitig irgendwie gerade Stress. Und deswegen müssen wir jetzt hier leider dann auch enden. Also, man kann es ja mal im Auge behalten und ich würde mich aber halt trotzdem freuen, wenn ihr ein Like da lasst, auch wenn es jetzt irgendwie von meiner Seite nicht gut war, aber es ist ja zumindest ehrlich und ich eier ja auch nicht rum. Und das finde ich halt auch irgendwie nicht immer so falsch. Und was, glaube ich, immer ganz wichtig ist, ist, dass man auch sieht, der Typ kann auch richtig schlecht handeln. Manchmal, nicht immer. Meistens nicht. Aber es kommt vor. Was heißt schlecht handeln? Nein, ich finde den Markt so ein bisschen schwierig. So, okay, lassen wir das mal so stehen. Und ich würde halt aber trotzdem unten da eine Order hinlegen. Und den versuchen nochmal abzugreifen, weil, und dabei bleibe ich, ich glaube hier nicht an Short, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, die loten das da unten irgendwo aus, so dass man genau das hat, was ich jetzt habe, nämlich diese Confusion, und man so denkt so, wo denn jetzt, was denn jetzt, ne? Und am Schluss haben wir ein neues ATH am Ende des Tages oder morgen früh, beziehungsweise morgen Nachmittag, ne? Okay, ich habe mir den falschen Tag ausgesucht, das ist richtig. Gut, okay, ich bedanke mich aber trotzdem ganz herzlich fürs Dabeisein, Nelson. Ich muss leider hier ziemlich auf die aus Gas drücken, gerade irgendwie zeitlich. Und Ja, machen wir es kurz. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei allen und wir machen einfach am Freitag weiter. NFP. machen wir. Genau, wir sehen uns am Freitag wieder. Sowieso, genau. Dann setzen wir nochmal an und dann können wir auch mal gucken, was dann irgendwie da draus geworden ist. So. Das war gut, nur ansatzweise effizient. Ja, okay. Ne, ist nicht wahnsinnig viel passiert, aber trotzdem. Ja, ich bin natürlich auch immer zufriedener mit mir selber, wenn halt eben, wenn alles direkt aufgeht und irgendwie dann zumindest mal im zweiten Anlauf und wenn es der nicht ist, dann der dritte. Aber es gibt ja auch trotzdem Ausnahmen. Das heißt ja nichts. Ne? Alright, so ganz herzlichen Dank nochmal von meiner Seite fürs Dabeisein. Lasst sehr gerne ein Like da, holt euch den Stereotrader. Abonniert den Kanal und wir sehen uns hier auf jeden Fall am Freitag und wenn ihr mögt, natürlich heute Abend dann eben auch um 23 Uhr und wenn wir uns den Markt für morgen angucken. Ich sage Dankeschön, bis dahin, passt auf euch auf, ciao. Die Trades die Woche. Ciao, ciao.